Ja. Und, ja, ich bin noch fast tot gerade, tatsächlich. Oh, da bist du! Oh mein Gott, ich dachte gerade schon, was ist das denn für ein Mensch? In der Not, der Gumbel! Oh. Und er macht dich froh. Ich hab nur ja, lauf Herz. Weg, lauf weg, lauf weg, lauf weg. Oh, da ist noch ein Skelett, da ist noch ein Skelett, da ist noch ein Skelett. Okay, ich hab das eine gefühlt. Hilfe, Hilfe, Hilfe! Mann! Oh, ja, nee, 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 ich lauf jetzt weg. Ich hab's getötet. Komm, komm. Ich hab's getötet. Hallo Minecraft-Freunde, willkommen zurück zu Captive Minecraft, zusammen mit Concrafter. Hallöchen, wo steckst du? Hi. Du bist beim Kohle abbauen? Ich bin ganz unten gerade, baue gerade Kohle ab und mache mir jetzt ganz kurz eine Axt, weil ich hier relativ viel Holz gefunden habe und dann müssen wir oben nicht mal alles abbauen. Aber als ich gerade so schön in Skype gegangen bin, damit wir hier uns schön treffen, aufnehmen können, hat der Gomme mir schon gesagt, dass er sehr viele Sachen und sehr viele hilfreiche Tipps von euch in den Kommentaren bekommen hat und die einfach mal rausgefiltert hat. Deswegen würde ich sagen, Gomme, soll ich die vorlesen oder willst du die vorlesen oder sollen wir es gar nicht vorlesen? Ich würde sagen, wir lesen das gar nicht vor, wir machen eher. Wir werden einfach machen, sodass okay. Wir, ich meine, manche könnten wenig vielleicht spoilern, das wollen wir auch nicht. Deswegen, also ich muss wirklich sagen, vielen, vielen Dank für die ganzen hilfreichen Tipps. Also wenn das wirklich so stimmt, wie es in den Kommentaren steht. Und es gibt ja auch viele Kommentare. Alles nur Lügen. Muss man ja auch eben, also es gibt schon ab und zu, wenn man an Captive 3, Captive 2 zurückliegt. Es gibt immer ein paar Troller unter euch, die meinetwegen ja, nicht ganz so auf unserer Seite sind, sondern dann ab und zu auch mal so Troll damit einbauen und wir glauben das dann meistens. Meistens, also 90% der Kommentare, auf die wir Bezug nehmen, sind eigentlich solche Kommentare, wo wir sagen, das ist so doof, das muss eigentlich wieder stimmen, dann gucken wir und das stimmt nicht. Ja. Und, ja, ich bin noch fast tot gerade, tatsächlich. Oh, da bist du! Oh mein Gott, ich dachte gerade schon, was ist das denn für ein Mensch? In der Not, der Gumbel! Oh. Und er macht dich froh. Es soll hier irgendwo in dieser Welt, also wir werden heute wahrscheinlich auch noch in die Hölle gehen, es soll aber irgendwo in dieser Welt noch eine Höhle geben, wo ich auch schon am Anfang in einer der ersten Folgen dran vorbeigegangen bin, wo es angeblich Lapis gibt oder auch, ich glaube, Zuckerrohr. Eins von beiden auf jeden Fall. Ich glaube, das war Zuckerrohr. Das heißt, oh Gott, das ist hier alles so labyrinthmäßig. Hier müsste irgendwo was kommen. Ich werde mich, ich glaube, ich weiß, was ich mache. Ich baue mich bei unserer Leiter weiter runter, weil in einem Kommentar stand, dass ich das mal machen soll. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Du könntest sonst auch... Ich bin mir sicher, ob das stimmt, als wenn da wirklich noch was ist. Also als wenn wir eine Höhle übersehen haben. Du weißt selber, wie oft wir durchgelaufen sind, ne? Mhm. Ja. Also wie oft wir da überall lang gelaufen sind. Nee, aber ich kann mich auch so dunkel daran erinnern, dass ich in einer der ersten Folgen irgendwas, glaube ich, gesichtet hatte, wo Zuckerrohr war, aber das ging halt noch nicht, weil die Border da noch im Weg war. Und jetzt, glaube ich, könnten wir da hinkommen. Ich muss halt nur diese Stelle wiederfinden. Es kann gut sein, ach, guck mal, wir sind doch auch immer, aber nee, warte mal. Es könnte sehr gut sein, dass das wirklich auf einer, oh, hier ist bald eine Truhe frei, dass das auf einer Höhe liegt, diese Höhle. Wo wir immer die Leitern genutzt haben, meinetwegen. Und deswegen gar nicht mehr dran vorbeikamen. So, keine Ahnung, kann ich mir vorstellen. Deswegen, ich werde jetzt einfach mal hier alles mir genauer angucken. Auch hier soll irgendwo ein Geheimnis sein, wo ich gerade bin. Ich bin gerade in diesem Raum, wo wir damals das mit den Zahlen gemacht haben. Und hier drüber soll noch irgendwo eine geheime Truhe stecken. Ich bin ja... Ah, hier ist zum Beispiel eine Truhe. Die ist aber schon leer, die baue ich mal ab. Vielleicht war es eine geheime Truhe. Ja, keine geheime, aber also irgendwelche... Also quasi einfach eine Truhe, die wir so noch nicht gesehen haben. Genau, genau. Okay. Ich habe mich gerade verlaufen. Okay. Ich weiß nicht, wo ich bin, wo du bist. Ich bin einfach nach oben gegangen, ne? Aber das Verlaufen, das kenne ich. Letzte Folge oder vorletzte Folge bin ich auch nur im Kreis gelaufen. So, ich weiß auch nicht, was die beste Strategie ist. Wo soll ich denn lang? Wo bist du? Wo bin ich? Ich sehe deinen Namen auch nicht. Du bist bei mir komplett irgendwie vanish. Nee, ich bin auch wirklich gerade echt weg. Und übrigens stand noch in den Kommentaren der Trick, dass man... Ach, ich sehe deinen Namen jetzt doch. Guck mal nach oben. Vielleicht kannst du meinen Namen sehen. Ich sehe hier eine... Ich sehe hier eine Truhe am Rand. Ich könnte jetzt zum Beispiel hier eine Doppeltruhe draus machen und da reingucken. Soll ich das machen oder nicht? Ich weiß halt nicht, ob ich sonst wieder zu dieser Truhe zurückkomme. Wieso sind wir da nicht drauf gekommen? Hau ich mal raus, oder? Ich gucke jetzt da rein. Mach ich mal, ne? So. Mach mal, klar. Oh, hier. Oh, okay. Tropenbaumsetzling. Dann wieder ein Buch. Dann Ton, 4 Goldnuggets, Schneebälle und verrottetes Fleisch. Das ist ja jetzt nicht der Mega-Burner, sage ich mal so. Goldnuggets sind aber immer gut. Das stimmt, daraus können wir schon auch in den Kommentaren, das wusste ich aber auch eigentlich schon vorher. Haben wir auch eigentlich bis, ich bin mir nicht ganz sicher, hast du das so gemacht? Also die zusammengecraftet zum Goldbahn? Ja.
Ja, okay. Habe ich. Gut. So, ein Buch. Day 59. Oh, dann schon 59 Tage überlebt er hier anscheinend. Today something tiny fluttered by my face in the darkness. Oh Gott, jetzt höre ich hier auch irgendwelche Geräusche. Das passt dir gerade super. Ich bin hochgejumpt. Ach, lol. Punching it did nothing, so I threw some snowballs at it and it left me alone. Okay. Okay, also, okay. Also irgendwo in der Dunkelheit kommt hier irgendwas, wo ich einen Schneeball gegen werfen muss. Ach, vielleicht hier hinten. Ich nehme die Schneebälle mal in die Hand. Du hast in dem Text auch geschrieben. Ja, aber nix jetzt spoilern, ne? Ich möchte jetzt. Nee, aber ich sag mal, Blume. Das stimmt nicht. Okay, ich sag das ja, manche Kommentare kann. Manche, was denn? Also, dass man Blume. Ich lese mal diesen kleinen Punkt hier vor. Und zwar hat dort jemand geschrieben. Warte mal, wo war das denn? Ich bin gerade aus Versehen mal Skype runtergerollt. Fette Absatz da. Gomme hat zwei Blumen. Mal in einer Folge gefunden, womit ihr Cyan- und Magenta-Monumente machen könnt. Das stimmt zwar, aber wir haben kein Cyan-Monument und auch kein Magenta-Monument. Wir haben Blau und Pink und nicht Hellblau und Magenta leider. Also das klappt leider nicht. Wir brauchen wirklich für die Farbstoffe andere Sachen. Oh, ich bin so froh, dass ich dich an meiner Seite habe. Ich kenne mich sowas von gar nicht mit Farben aus. Ich bin so der Farbenbob auch was mischen. Oh, hier ist schon wieder eine Truhe, wo ich eine Doppeltruhe draus machen kann. Ich bin so der Farbenbob. Also ohne dich würde ich hier, glaube ich, gar nicht zurechtkommen. Was ist das denn hier für eine Höhle? Ich gucke erstmal hier rein. Und wir sind echt solche komischen Höhlenbauer, wirklich. Also unübersichtlicher. Geht überhaupt gar nicht klar, was wir für Dummköpfe sind da unten. Und ne? Wir haben ja auch immer uns noch Mühe gegeben, weißt du? Wir so, yo, chillig, wir bauen uns eine Treppe. So, die ist voll für den Arsch. Ja, jetzt bin ich wieder hier. Ich laufe hier voll im Kreis. Naja, gut. Ja, total dumm. Also mich wundert es nicht, wenn wir hier noch auf irgendwelche Räume stoßen würden. Oder jetzt ich zumindest, wo wir mal waren, aber dann irgendwann auch gar nicht mehr, weil das einfach so unübersichtlich ist. Aber du könntest auch schon in die Hölle theoretisch gucken, oder wir gehen da gemeinsam rein. Nein, ups, das war doof. So. Also ich bin hier gerade nochmal bei den Farbstoffen und wir haben echt viele Farbstoffe. Wir haben Rot, Hellgrau, Hellblau, Magenta, Gelb, Weiß, aber da kann man halt nichts aus dem machen, was wir brauchen und das ist so dumm. Das ist echt traurig. Wir haben noch so viel Leben. Eigentlich müssten wir doch irgendein Monument machen können. Ich habe gerade nur noch ein Buch gefunden, einen Tagebucheintrag. Da stand aber nur drin, dass sein Feuerzeug kaputt gegangen ist. Oh, Zombie, hast du mich erschreckt. Dass sein Feuerzeug kaputt gegangen ist und er Wärme sucht und deswegen sich bewegen muss. Ja, sehr hilfreich. Danke dafür. Wow, danke schön für diese Info. Boah, wir brauchen echt eine Idee. Also, Moment. So, ich habe mich jetzt mal so ein bisschen hier organisiert, mir wieder ein bisschen Essen zugeholt, zum Magen geführt. So. Tja. So. Fressen habe ich. Ich gehe mal weiter. Ich bin eigentlich organisiert, um irgendwo hinzugehen. Mann, hier, ich wette wir. Oh, hier ist noch wenig Ton. Ich wette, wir übersehen hier irgendwo eine Höhle in dieser Welt. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal in die Hölle und holen uns da alles weg und machen dann erstmal damit weiter. Also, keine Ahnung, ob hier wirklich noch in dieser Welt eine Höhle ist. Kann ich mir wirklich gut vorstellen. Aber ich finde mich... Blue Stained Clay brauchen wir definitiv Lapis Lazuli für. Cyan Stained Clay brauchen wir definitiv Cyan für. Cyan Stained... Cyan Dye... Cyan Dye Minecraft, das habe ich letztes Mal... Guck mal, habe ich hier noch einen Verlauf drin. Türkiser Farbstoff, aber dafür brauchen wir Lapis Lazuli nämlich auch. Und einfach, halt Knochenmehl. Das haben wir. Aber wir brauchen wirklich Lapis Lazuli und können wir hier zwei Monumente machen. Und einen Kaktus. Ich habe noch eine Truhe gefunden, die hier frei rumsteht. Das ist ja geil. Und hier ist noch Eisen. Da ist auch noch Eisen. Wir sind echt so... Oh nein, ich bin aber gleich tot. Nein, nein, nein! Mann! Du bist gestorben. Ja. Oh, shit. Oh, Creeper! Ey. Wo? Ja, unten beim Jump Point. Ich bin gespawnt und bin direkt zum Jump. Soll ich runterkommen oder schaffst du es? Nee, ich bin schon in die Luft gesprengt worden. Ich komme jetzt runter zu dir. Komm mal mit. Ich zeig dir eine Truhe. Komm mal einfach mit. Ich google gerade nach Lapis Lazuli. Ach so. Bei Captive. Ganz cool. Warum? Ich weiß, wo welches ist wahrscheinlich.
Du musst in die Hölle oder was? Ich hab dir doch lies doch die Dinge durch, die ich dir geschrieben habe. Wir müssen nochmal in die Hölle. Da soll es geheime Räume noch geben. Da könnte Lapis lauern. Und auch hier in der normalen Welt soll es Lapis geben, in geheimen Höhlen. Also, das, was du gerade googelst, wird dir nicht mehr helfen. Aber kommst du wahrscheinlich auf die Kommentare von meinem Video. Warte, da ist ein Ding. Moment. Warte, da. Moment. Boah, hier sind so viele Skelette. Moment. Was ist denn eigentlich der Vault Room? Ist das der Raum da unten, ne? Alter, fragst du mich was, ne? Vermutlich. Hässchen Skelett-Spawner 100 pro. Hier sind 4 Skelette. 5 und ein Zombie, natürlich. Also ich könnte wirklich deine Hilfe gebrauchen. Alter, weißt du, was hier unten steht? Genau, ich bin über dir. Ich habe jetzt mal bei Reddit nachgelesen. Wo hast du denn deine Sachen verloren? Ich bin schon auf einfach da unten, immer weiter runter, bis du nicht mehr weiterkommst. Oh, hallo, Baby. Oh, guten Tag. Angeblich war Lapis in dem Raum, wo wir alles in die Luft gesprengt haben mit Creepern. Jetzt echt? Ja, die sagen, da waren auch komplette Diamantblöcke. Ja, ich glaube, die habe ich sogar ein paar gefunden irgendwie und dann aber schon umgewandelt. Stopp, komm mal wieder hoch. Da schon. Weil hier sind wir immer dran vorbeigelaufen, pass auf. Du musst, glaube ich, das war hier, genau, hier lang. Jetzt brauche ich deine Hilfe, da sind so viele Monster. Denk an deinen Cooldown, du kannst nicht drauf spammen vom Klicken her. Wo sind denn hier viele Monster? Oh, ich höre schon. Da ist ein Spawner, ach, deswegen. Hier ist ein Spawner. Also eben waren hier 3-4 Skelette, jetzt geht's aber gerade. Okay. Du hast wahrscheinlich ein paar Sachen von mir jetzt mit eingesammelt. Ich hatte ein Buch, was ich noch nicht mehr durchgelesen habe. Nee, ich habe nichts von dir tatsächlich, nur ein Dings, ein Fressen. Jetzt echt? Ja, mehr habe ich nicht. Hatte ich nicht eben noch ein Buch? Naja. Ich wollte gerade in die Truhe. Ach, da ist das Buch noch drin, okay. Ich habe nämlich gerade hier in die Truhe geschaut. Hier sind nochmal Goldnuggets drin. Oh, eine gelbe Blume. Brauchen wir die? Nee, ne? Gelbe Blume haben wir selber. Dann haben wir hier ein Namensschild drin und nochmal ein Buch. Das gucke ich mir gleich an. Genau, hier sind noch die ganzen. Oh, super, dass du dabei bist. Siehst du das ganze Eisen in der Decke? Ja. Warte, baue ich gleich ab. Ich mache das hier gerade mal so ein bisschen, dass es nicht so komplett verwinkelt ist. Damit hier wieder so viel spawnt. Aber das Buch ist wieder super. Das ist eigentlich. Oh, hier ist noch ein Skelett. Das schreibt er nur, dass er wohl bald wieder an die Oberfläche geht. Och man, was machen wir denn? Komme. Was denn? Wir holen jetzt hier die Ressourcen. Hier ist noch Eisen in der Ecke und dann. Geht's in die Hölle. Hölle. Aber das bringt uns alles gar nichts, diese ganzen Ressourcen und so. Nö, wir brauchen wirklich einfach nur Lapis. Aber Lapis. Der Gomm hat einen Plan. Dann komm. Wir gehen in die Hölle. Oh, hallo Skelett. Die spawnen hier immer noch. Ja, oh nee, ne? Hast du jetzt etwas zufällig von. Oh, hallo. Jetzt hab ich tatsächlich was von dir eingesammelt. Ich hab alles, glaube ich. Also brauchst jetzt nicht unbedingt runterkommen. Und das ist hier. Ich hab nicht alles, ich kann nicht alles aufnehmen. Wäre doch cool, wenn du runterkommst. Okay. Dann komm du wieder hoch. Weil wir gehen ja eh gleich in die Hölle. In der nächsten Folge. Ja, nein, ich warte auf dich nicht, dass hier noch irgendwer kommt. Ja. Das klaut. Gerade ist übrigens Mitternacht. Wir müssen dran denken, dass wir bei der nächsten Nacht, die anbricht, am besten bei uns in der Welt sind. Dann kann ich das mit dem Skelett probieren. Also mit diesem. Man muss das Skelett mit einem Pfeil töten. Und wir haben ja Lebenspfeile. Und das ist so, diese Lebenspfeile wirken bei Monstern stärker, weil sie halt schon Untote sind. Und deswegen. Oh, hier ist wieder ein Skelett. Hilfe, Gott, ich bin gleich tot. Eineinhalb Herz. Ach, jo, stimmt. Stimmt, das wirkt ja krasser bei denen. Ich will gerade alle deine Sachen da unten. Ja, das bringt nichts. Ich bin gleich wieder tot. Ich hab nur lauf weg. Oh, das ist noch ein Skelett. Das ist noch ein Skelett. Okay, ich hab das eine. Hilfe. Mann! Oh, ja, ich hab gesagt, chill. Oh Mann, ey. Ich werd getrollt. Das kann doch nicht wahr sein. Hallo. Woher kommen die alle denn? Die sind auch bei uns an der Oberfläche. Da ist keine Nacht. Und ich komme halt schon geschwächt dann runter. So, aber für diese heutige Folge werden wir eh nicht viel mehr machen. Wir werden uns jetzt die Ausrüstung schnappen und dann in der nächsten Folge aber richtig produktiv sein. Ich habe jetzt deine Sachen hier wieder hingeschmissen, also versuch mal, wenn du nächstes Mal hier unten bist, dass du nicht direkt abgeschossen wirst. Okay, wir könnten auch theoretisch, wir können auch so viele Sachen machen, ich bin voller Ideen. Wir können das auch jetzt weil wir ja roten Sand haben, den können wir ja zu Glas schmelzen. Dann können wir Tränke machen und hier sind wir Skelette. Oh, ich glaube, wir sollten den Spawner mal abbauen. Ich lese mir gerade. Ich finde gar nicht zu dir. Wo ist denn der Weg zu dir? Ist das hier? Ja.
Nee, ist nicht... Hä? Warte, ich hab eine Idee. Ich konnte nicht... Hilfe, guck mal, wo haben ich bin. Haben wir irgendwo einen Spinnenspawner? Kannst du dich hier durchgraben? Wodurch? Hier, ich stehe neben dir. Ich weiß auch nicht mehr, wie ich da hinkomme. Hi. Hi, ah. So, da sind deine Sachen. Nimm die mal mit. Ich hoffe, du schaffst das alles. Ja, lass mal nach oben. Oh, hier liegen ja noch mehr. Lass mal nach oben gehen. Hier ist irgendwie ungemütlich. Ja, hier ist tatsächlich irgendwie ungemütlich. Wo müssen wir denn lang? Hier lang, dann folge nicht. Mir einfach. Wo haben wir einen Spinnenspawner? Haben wir irgendwas? 100 pro. 100 pro. Hä? Oh, da ist noch ein Skelett, aber da müssen wir lang. Da müssen wir lang? Oh. Nein, da sind 3 Skelette. Oh Gott, ich hau jetzt einfach ab. Lass mich in Ruhe. komm einfach, da sind auch 2 andere. Wo bist du? Als ob du das noch alleine jetzt machst, okay. Nee, ich lauf jetzt weg. Ich hab's getötet. Komm. Ich war gerade so, what? Warum bist du so ein Profi? Ja, ich hab getrainiert. Super. Oh Gott. Auf jeden Fall, wir machen uns jetzt auf den Weg in unsere Höhle. Und in der nächsten Folge geht es dann weiter in der... Im Nether. In der Höhle, genau. Und wenn es euch soweit gefallen hat, würde ich mich über eine Bewertung freuen und sage, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ihr seht jetzt wahrscheinlich hier noch eine kleine Übersicht. Da könnt ihr euch zur nächsten Folge, wenn sie schon raus ist, oder zur letzten klicken. Also haut rein und tschö mit Ö. Ciao.